Ein besonderer Reiz des Theater Duisburg liegt für unsere Besucher in der Verbindung der verschiedenen Sparten. Nehmen Sie sich einmal eine kleine Weile Zeit und klicken Sie unsere neu gestalteten Internetseiten an oder noch besser, kommen Sie zu uns in unser Servicebüro. Es befindet sich barrierefrei im Erdgeschoss, unmittelbar am seitlichen Bühneneingang des Hauses. In unserem Servicebüro nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und Wünsche. Hier können Sie sich in aller Ruhe ausgewählte Plätze oder auch gleich Ihren Stammplatz für die ganze Saison sichern. Unser Abonnementangebot ist sehr vielfältig und wesentlich preisgünstiger als der Erwerb von Karten im freien Verkauf. So können Sie beispielsweise ein reines Schauspielabonnement wählen, aber auch das gemischte Abonnement aus Schauspiel und Oper erfreut sich großer Beliebtheit. Wir bieten zudem ein Abonnement für Ballett und Oper und für den Konzertfreund das Klassik-Abonnement. Entscheiden Sie sich erst spontan am Tag der Veranstaltung zu einem Besuch, ist unsere Kasse eine Stunde vor Programmbeginn für Sie geöffnet. Wir haben Rollstuhlplätze und bieten Hörhilfen für Hörgeschädigte sowie Sitzkissen für Kinder an. Das Theater Duisburg verfügt über 3 Spielorte. Der höchstgelegene ist das Foyer 3 unter dem Dach des Theaters. Heute ist es die Heimat für kleinere, aber nicht minder außergewöhnliche Theaterproduktionen. Das Foyer 3 bietet mit seinen lediglich 75 Plätzen die Möglichkeit, Theater hautnah zu erleben. Seit 2005 entfaltet in dieser Räumlichkeit Spieltrip, der Schauspiel-Jugendclub des Theaters, seine Kreativität. Spieltrieb gibt jungen Menschen zwischen 16 und 23 Jahren die Möglichkeit, sich unter professioneller Anleitung mit dem Medium Theater auseinanderzusetzen, und zwar vor, auf und hinter der Bühne. Kapierst du eigentlich, was du mir angetan hast? Da! Ja. Ja, was? Du kapierst es, hä? Ich glaube, das ist unfassbar. Bleib hier. Bleibst hier. Parallel zu diesem Spieltriebangebot bieten wir seit Jahren im Rahmen unserer Theaterpädagogik einen Service für Schulen an. Unser Anliegen ist es, Theater und den zu vermittelnden Inhalt für Schülerinnen und Schüler erlebbar und transparent zu machen. Zu Beginn der Spielzeit laden wir zu einem Lehrerkontakttreffen ein. Dabei werden die Schauspiele der folgenden Saison vorgestellt und die druckfrischen Spielpläne ausgehändigt. Zudem unterbreiten wir Ihnen das Angebot, bei der Planung von Theaterprojekten und Unterrichtseinheiten beratend zur Seite zu stehen. Zu verschiedenen Aufführungen im Theater Duisburg wird weiterführendes Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus helfen wir gerne bei der Organisation von Probe- und Vorstellungsbesuchen und sprechen mögliche Termine ab. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, eine aktuelle Inszenierung aus unserem Jahresspielplan unter professioneller Anleitung vor- oder nachzubereiten. Werde, wie ich mir einen neuen Job in der nächstbesten Gießerei besorge. Wie sieht das aus, Markus? Wie sieht das aus? Wahnsinnig, eine schöne Wohnung zu haben, sondern auch zu wissen, dass da liebe Menschen sind, mit denen ich etwas unternehmen kann, die mir helfen, denen ich helfen kann. Eine Familie mit dem großen, sehr großen Vorteil, dass ich sie mir selbst ausgesucht habe. So. Wie bitte? Entschuldigung, sprechen Sie mit mir? Ich war im Zoo und dann habe ich einen Spaziergang gemacht. Bis hierher. Aber wissen Sie, von Zeit zu Zeit, da habe ich eben das Bedürfnis, mich mit jemandem zu unterhalten. Richtig zu unterhalten. Jemanden kennenzulernen, ganz kennenzulernen. Alles über ihn zu wissen. Keine Wunde? Ich nehme an, Sie möchten viel lieber hören, was im Zoo passiert ist. Das Opernfoyer des Theater Duisburg atmet den Stil der 50er Jahre. Als Spielstätte dient es vornehmlich der Musik. Profile Konzerte, Liederabende, Familien- und Kinderkonzerte sowie das monatliche Operncafé kommen hier zu Gehör. Vor vielen unserer Veranstaltungen bieten wir Ihnen hier eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn Einführungen zu den jeweiligen Aufführungen an. Mitwirkende an den Produktionen geben Auskunft zu den jeweiligen Inszenierungen und beleuchten besondere Aspekte des Werkes.